So, was wir jetzt erstmal brauchen, sind natürlich ein paar Steaks. Da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben welche vom Discounter genommen. Gut, das Wichtigste in einem Block ist natürlich, dass wir sagen, wir haben hochwertiges Fleisch. Was machen wir am besten damit? Wir machen aus frischen Rumpsteaks frische Bio-Rumpsteaks. Hervorragend. So, gleich geht's weiter, wenn diese Zimmertemperatur haben. Fleisch hat nun Zimmertemperatur und dann kann es auch gleich weitergehen. In der Zwischenzeit haben wir schon mal ein paar Pilze vorbereitet. In schöner Kräuterbutter geschwenkt. Die Pfanne ist vorgeheizt, richtig schön heiß machen. Und jetzt legen wir einmal das Stück Fleisch rein und braten das einmal scharf an von jeder Seite. 3 Minuten. So, und einmal von der anderen Seite. So, jetzt ist alles abgelaufen, hervorragend. Eine Gabel holen. Und wir legen einmal dieses wunderschöne angebratene Steak mit Knopffarbe schon mal in Alufolie. So, jetzt wickeln wir das mal schön ein. Soll dicht sein. Und einmal geht es damit ab in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad. So. Ganz wichtig ist die Kerntemperatur. Diese sollte ungefähr bei 55 bis 57 Grad Celsius liegen. Das messen wir gleich mal, wenn es soweit ist, haben wir eine wunderschöne rosa Farbe. So, die heiße Fritteuse für die Pommes. Gibt nichts Besseres, fettfrei. Die Pommes kommen wirklich genauso knusprig raus wie gerade aus der Pommesbude. So, sieht das Ganze aus. Ach, hervorragend, schön. So, jetzt haben wir ungefähr die richtige Kerntemperatur, so 56, 57 Grad, ein bisschen was. Hervorragend, sonst sollte das Fleisch auch wunderbar sein. So, wir sehen auch herrlich diesen Bratensaft, der sich da gebildet hat. Hat den Vorteil, dass das Fleisch dadurch immer schön saftig bleibt. Jetzt lassen wir das Ganze noch 1 bis 2 Minuten einmal ruhen, damit sich das Fleisch besser holt. So, und jetzt schneiden wir das Fleisch einmal an. Wunderschöne rote Fleisch in der Mitte, schön medium, noch ein bisschen blutig, so wie es sein soll. Das Ganze schön gemacht, ein bisschen angerichtet. So, da das Auge auch mit ist, haben wir das ein bisschen schön angerichtet. Rucosalat, Salat, Pommes, gebratene Pilze und Kräuterbutter. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Guten Appetit, kommt gerne vorbei.